Ja, mal Leute, was geht? Im heutigen Random Part geht es um eine Sache, die ich schon etwas länger mal ansprechen wollte, aber nie wirklich die Motivation und Lust dazu gefunden habe, dies auch wirklich zu tun. Wie ihr am Titel und oder am Thumbnail bereits gesehen habt, geht es um die sogenannte Spieleübersättigung, die den Spielemarkt zurzeit beherrscht. Jedes Jahr kommen x Spiele raus. Ähnlich wie bei Filmen oder Serien gibt es Titel, auf die man sich freut oder große Erwartungen, gar Hoffnungen hat. Da man in der Vergangenheit schon viel Gutes oder Schlechtes von diesen Entwicklerstudios gehört hat. Um echt zu sein, wüsste ich spontan jetzt nicht, welche Spiele im Jahr 2016 rausgekommen sind. Klar, Call of Duty und Battlefield, wie auch FIFA und PS, sind so die Standardspiele, die jährlich angekündigt und released werden. Aber sonst? Rise of the Tomb Raider, XCOM 2, Stardew Valley, Far Cry Primal, Battleborn, Homefront Revolution, Doom, Overwatch, Witcher 3, Blood and Wine DLC, No Man's Sky, Mafia 3, Sid Meier's Civilization 6, The Elder Scrolls Skyrim Special Edition und Watch Dogs 2 sind wahrscheinlich die größten und bekanntesten Titel des letzten Jahres. Und das sind nicht mal alle. Doch wie viele Spiele von den gerade eben aufgezählten sind wirklich gut? Meiner Meinung nach sind sie an einer Hand abzählbar. Eventuell an zwei, wenn man den Begriff gut dehnt. Ein Spiel namens Tales from the Borderlands hat mich inspiriert, dieses Video aufzunehmen. Denn dieses Spiel hat es geschafft, mich in den 5 Episoden rund 10 Stunden zu unterhalten, ohne dass mein Interesse verloren gegangen ist. Dadurch ist mir aufgefallen, wie viele Spiele doch so irrelevant und unnötig sind, da man sie nur spielt, weil man sie eben spielt. Sie hinterlassen keine wirkliche Erinnerung oder Emotionen, die den Geist erfüllen. Ich weiß, das klingt jetzt etwas merkwürdig, doch denk mal darüber nach. Call of Duty X kommt raus und ihr zockt den Multiplayer mit ein paar Freunden oder Randoms. Natürlich macht es euch Spaß und ihr fühlt euch unterhalten, aber ihr habt in ein paar Jahren keine wirkliche Erinnerung mehr an diese Zeit. Es ist wie bei einem schlechten Film. Ihr geht ins Kino und sagt euch danach, ja, kann man sich mal geben, aber naja, für ein zweites Mal reicht's halt leider nicht. Leider sind zurzeit viele Spiele so. Zumindest geht es mir so. Ich meine, das beste Spiel, was ich im Jahr 2016 gespielt habe, war von 2010, 2011 oder von 2015, aber mit Sicherheit nicht vom Jahre 2016. Vielen Spielen fehlt einfach die Tiefe und die Bindung an den Spieler, denn wenn die Motivation ausgeht, hört der Mensch auf, diesen Titel zu spielen, da es einfach langweilig geworden ist. Es ist immer dasselbe, könnte man sagen. Es ist einfach fad geworden. Um ein Beispiel zu geben, welches das bestätigt, aber auch gleichzeitig dementiert. Dota 2 und Call of Duty generell sind beides Titel, in die ich eine gewisse Zeit investiert habe. Um genau zu sein, 4000 Stunden in Dota 2 und ungefähr 2800 Stunden in Call of Duty. Das ist eine Menge Zeit, die ich salopp gesagt verschwendet habe. Ich meine, ja, über 6000 Stunden ist halt schon eine Zeit, ne? Dota 2 hat in den letzten 3 bis 4 Jahren einige Veränderungen durchgemacht. Sei es eine neue Meta, ein großes Gameplay-Update oder einen neuen Helden, neue Items oder auch jetzt jüngstens der 7.0-Patch. Dennoch habe ich das Spiel lange gespielt und werde es auch in der Zukunft noch genießen. Allerdings ist der Hype um das Spiel mittlerweile nicht mehr so hoch wie früher, was die Motivation und auch den Spaß etwas verringert, da man gewinnen möchte. Bei Call of Duty ist es ähnlich, zumindest bei Black Ops 2. Ich habe so hart auf die Gold- und Diamant-Tarnungen geschwitzt, dass ich angefangen habe, das Spiel anders zu sehen. Ich muss jetzt das tun. Ich brauche jetzt diese Killstreak. Ich darf jetzt nicht sterben. Das alles hat auch hier die Motivation etwas negativ beeinflusst. Lange Rede, kürzer Sinn. Ich genieße einfach die storyrelevanten Spiele, die ich zocke. Sei es jetzt die Kampagne von Modern Warfare Remastered, die meiner Meinung nach jetzt nicht die beste war, aber hey, das ist eine Call of Duty-Kampagne, die nicht komplett scheiße ist. Tales from the Borderlands, welches mich über 10 Stunden gefesselt hat. The Silent Age, ein kleines Indie-Game, wo ich echt dachte, dass es nicht unbedingt gut ist. Stardew Valley, auch ein Indie-Spiel, was 2016 eigentlich von nirgendwo herkam und viele Leute in den Bann gezogen hat. Und so weiter. Weil es mich daran erinnert, für was Spiele noch vor ein paar Jahren standen. Spiele standen für Spaß und Unterhaltung, so wie Filme und Serien. Irgendwie macht es mich traurig, dass man immer weniger Qualität sieht, sondern die Quantität den Markt beherrscht. Das ist gewiss nichts Neues. Allerdings auch nichts, was man ignorieren sollte. Denn ein Spiel sollte Spaß machen. Es sollte den Spieler unterhalten, auch etwas fesseln und in den Bann ziehen und nicht nach 2 Monaten weggeworfen werden, weil man alles schon hat oder
einfach kein Interesse mehr an das Spiel hat. Was ist eure Meinung dazu? Spielt ihr Spiele teilweise auch nur, weil ihr sie spielt, oder schließt ihr euch meiner Meinung an, dass man sagt, ja, man hat irgendwie zu wenig story-relevante Spiele, wo man einfach davor sitzt und sagt, ja, Mann, das will ich jetzt zocken, meine Motivation ist da. Es muss ja nicht mal ein story-relevantes Spiel sein. Ein gutes Battlefield, ein gutes Call of Duty kann auch über ein Jahr gut halten und euch schön unterhalten. Aber ja, was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir in die Kommentare oder sonst wohin. Servus, haut rein. Bis nächstes Mal hoffentlich.